Ich glaube, das ist nicht so einfach zu beantworten. Das Komponieren ist eine seltsame Tätigkeit, die nicht einfach so erlernt werden kann, sondern bei der es sich um eine Art Bestimmung handelt. Ich kann daher nicht wirklich sagen, wie ich dazu gekommen bin, denn es war einfach meine Bestimmung. Danke. Keros noritis arima narisi, oloris simidonti. Dies ist die schönste Arie aus einer Oper, die mich zum Komponisten gemacht hat. Diese Oper kennt kein Mensch. Sie ist von Giuseppe Mussorgsky. Niemand hat diese Oper je gehört. Sie wird nur in den Gängen unserer Imagination gespielt. Ich koche sehr gerne, am liebsten Kakerlakenfleisch auf Cheddar-Käse, garniert mit Jalapenos, einem Prise von gestoßenen Würmern und anderem kleinen Ungeziefer. Dieses Essen kann ich jedem Komponisten nur empfehlen, denn nur dann wird die Inspiration siegen. Beim Komponieren trage ich mein zweites Gesicht, manchmal auch mein drittes. Es kann vorkommen, dass auch mein viertes Gesicht zum Einsatz kommt. Nur dann werde ich mit der Kraft der Fantasie die unglaublichen Klänge, die in uns allen schlummern, aufs Papier bringen, sodass sie von Menschen auf unglaubliche Weise zum Leben erweckt werden können. Ha, ha. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Meere. Heidi, Heidi, denn nur dort bist du zu Hause.